Herzlich willkommen zu einem neuen... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Let's Play natürlich! Wir konnten oder durften gerade eben den T-Bone kennenlernen. Zumindest in der letzten Folge. Und der T-Bone war ein bisschen crazy. Ein Tüftler vor dem Herrn. Wir haben ihm einen Truck, seinen Lieblingstruck, zurückgeholt. Den er irgendwie an seine... Wen auch immer, was auch immer, das war, keine Ahnung. Er hat es auf jeden Fall irgendwie abgegeben oder kurz weggenommen oder ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wow. Gott, das ist so schön. Ja, jedenfalls haben wir ihm den wiedergeholt. Und dann natürlich, wie immer, die Gegner gekillt. Eliminiert. Ah, hier vorne rechts. Fahren wir direkt zum nächsten Missionsziel. Wollen ja auch so actionreich weiter spielen, über das die letzten ganzen anderen Let's Plays schon hatten. Ich bin später in der Statistik, wie viele Leute man killen muss oder so. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Zur nächsten Mission. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blume HQ. Hochgradig. Paranoid. Ich bin eh ein Paranoid-Mensch. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Ja, ja. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Okay, bin in Position. Ah. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Helikopter. Das verliere ich nicht. Ah, ich muss jetzt dem Helikopter folgen. Gehe ich da auf meine... Maschine und fahr dem Ochsen mal hinterher, ne? Spannend, sehr spannend. Ich muss einfach hier geradeaus fahren. Gucken wir, ob ich das hinkriege oder ob ich wieder scheitere. Wum, 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 wum. Danach erwartet. Ich freue mich drauf. Es fliegt echt schön die Straße. Gibt es denn ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Alles Routine ist. Blume ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Forney. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef bringen. Ah, zum Sicherheitschef fahren. Fahren, fliegen, fahren, fliegen. Boah, Kamera. Ja. Kommt man da rüber? Ja, ne? Ja, okay. Da ist ein Tunnel. Ein Tunnel. Rücktunnel. So, will der auch mal stoppen, der dreht, glaube ich, gerade. Also, wir haben es geschafft. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Oh. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann es kaum erwarten. Oh, nee. So eine kleine Stadt. Die Pony-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie wir. Irgendjemand ausfindig machen. Vermeint sich, die können diese Profile aus der Luft anlegen. Mehr Mist in der Art. Die kann ich umbringen. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Okay, ich hab es vermasselt. Ich freue mich so sehr. Aber das werde ich jetzt wohl ein Tick besser machen. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Aha, viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. So, den Sicherheitschef, den finden wir jetzt. Die gleiche Gang. Nicht über den... Über den Wolken. Regierungsgegner und so. Typen wie mir. Die spielen
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Na, 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 na. Wer bist du denn? Mit mir verborgen und dann muss ich in die Kamera da rein. Und vielleicht der da! Wer bist du? Familienmitglied wegen Diebstahlswort. Wer bist du? Aha. Ich glaube, ich muss einfach nur in diesen scheiß Helikopter zurück. Und einfach jeden angucken, der da ist. Ah, da ist ein Ziel. Ach, den hatte ich ja eben schon. Aber das war noch nicht alles. Ich muss noch weiter Profile anlegen. Hier vorne sind zwei. Okay. Haben wir noch wen? Da ist einer. Der gerade eben hier war. Da ist einer mit einem Stern drauf. Fliegt darüber. Gefundenes Tonmaterial. Ja, was muss ich jetzt machen, ey? Entdeckt. Ich glaube, ich soll weiterhin unbekannt bleiben. Ich blicke es nicht. Soll ich mir hier noch irgendwas probieren? Wisst ihr was? Ich mache es jetzt davon. Ja. Wen soll ich? Dieses Spiel kotzt mich so dermaßen hart an, dass ich nicht mehr spielen kann. Ach man, ey, kotzt mich das echt an. Also der Anfang war ja gar nicht so verkehrt. Und einer davon ist. Wir müssen irgendwie in diesen verfickten Helikopter eindringen. Ich kann's kaum erwarten. Die Profile wieder aufnehmen. Die gleiche Gang. Die Pony-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. So, du bist eine Schwachstelle. Jetzt müsst ihr die anderen Schwachstellen auch noch finden, irgendwie. Und wer noch? Da sind noch Leute. Na komm schon. Gib mir Optionen. Ah! Hab dich. Jetzt hab ich's. Das ist mehr als ein Schützenverein. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal im Pony? Nichts ist normal in Corny. Seit du mal angefangen hast, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. La 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 la. So. Da sind zwei, da ist einer. Einer da oben. Einer ausgeschaltet. Schnell geschaltet. Den kann man ablenken. Ach, das wird ja hier ein Selbstläufer, oder? Oh, das sind so fiese Megatypen, ey. Oh, die werden nicht einfach sein. Er zieht die Waffe! Okay, so ein Selbstläufer wird es dann doch nicht. Fuck, ey.
bin gleich wieder tot. Unten bleiben. Scheiße, zwei davon, ey, ich bin tot. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn machen, ey? Das ist krank. Das ist krank. Das ist echt krank. Oh mein Gott. Ja, kommt alle hier mich besuchen. Ich weiß gar nicht, ob hier schlau ist. Na, eigentlich ist schon schlau, weil dann kann ich die hier rüber locken. Ne. Ne, komm, ich gehe hier rüber. Ich schalte die vorne an diesem Eingangsbereich aus. Sind hier Leute? Kante. Ah, jetzt kann ich vielleicht. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ey, ich habe gedacht, ich kann die damit hochjagen, aber nee. Geht nicht. Also die da hinten, die muss ich irgendwie anderweitig killen können. Ich hab doch noch so Bomben. Meint ihr? Was hab ich denn hier? Ey. Stell mich wieder zu. Annäherungs-USV. Kann ich hier nicht bauen? So, die werfe ich jetzt zu meinen neuen Freunden. Und zwar kommt jetzt eine. Wie werft man die nochmal? Ja, gute Frage. Der eine kommt jetzt. Vogel ist krank.
keinen Scheiß, ey. Geh nicht sterben, Mann, bitte. Geh bitte nicht sterben, ey. So, alles gut? Hier wollen sie einen Helikopter. Ja, schön für euer Problem. Das interessiert mich nicht. Boah, Leute, ihr merkt schon wieder daran, dass ich überhaupt gar nicht rede, dass das echt kein einfaches Unterfangen hier ist, ey. LS, wir haben schwere Schäden, sind raus. Boah, wo kam der denn her? Ich habe jetzt irgendwie einen gehackt. Jetzt muss ich gucken. Ah, da hinten war einer. Da ist einer mit einem... ich kann mich nicht mehr unterhalten mit euch, ey, sorry. Da oben ist einer. Dem muss ich jetzt einen in den Kopf geben. Na, mit so einem Zielding. Leck mich, wo ist der Kerl hin? Verteilt euch! Okay, dort! So, der ist weg. Ich glaube, es lebt jetzt auch nur noch einer. Auf dem Weg! Oder? Shit, er wird noch entkommen. Oh fuck. Ist der? Wo ist der denn gefahren? Gott, ey, ich glaube, ich hab's geschafft. Wir müssen nur wegfahren vor denen, ne? Boah, was für eine Karre ist das denn? Wisst ihr, was ich mache? Ich bleib so stehen. Und schieß sie einfach alle weg, ey. Ey, bleib doch dahinter, Mann. Ist der behindert? Einer links und einer rechts noch. Ja, wohin mit deinem Leben, Alter? Ich schieße dich hier weg. So, im dritten Anlauf, meine ich, haben wir es auch geschafft. So, wir gehen jetzt zusammen noch mein Fähigkeitenrad. Und zwar haben wir da schon lange nicht mehr drin rumgewühlt. Fähigkeitspunkte haben wir 7. Was machen wir denn? Im Kampf, da haben wir schon noch eigentlich gar nichts. Fokus, was heißt das? Aha. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Verbesserter Fokus. Das ist, glaube ich, nützlich. Ah, brauche ich. Geht gar nicht. Benötige ich Fokus. Schneller Wechsel. Aha, interessierten Toten, Leute. Pyrotechniker hört sich interessant an. Oder was hier steht. Sprengwiderstand. Drastisch. Ach, ich höre den nicht so oft. Ich bin aber Sprengmeister. Ne, jetzt muss ich noch ein bisschen gucken, was ich noch so machen kann. So, wir können hier hacken. Hacken. Ist Transformatoren hacken.
Was haben wir denn da? Ah, das hört sich gut an. Hacken wir jetzt einen Transformator irgendwann mal. Gegnerkommunikation stören 2.0. Das kostet aber 5, ey. Dampfleitung nehmen wir. Und jetzt haben wir noch 2 und dann können wir Nadelsperre oder... Wir können hier noch Hergestelltes pushen, und zwar Blackout. Das nehmen wir, das ist... Jetzt haben wir Zugang zu Blooms Edge. So! Vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt doch kein Gespräch, nehmen wir noch mit. Ich bin Realist. Hör zu. Boom, uns kann ein bisschen Geld einnehmen. Wofür auch immer man das braucht, irgendwann mal. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen... Fett? Tja, dann... Ach komm, scheißegal! Wir... Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Irgendwann, was der von uns wollte oder was wir machen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Euer Micha.